Ja, auch von mir guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen. Es kandidiert noch eine, die am 18. Juni Geburtstag hat, wie ihr jetzt gesehen habt. Ich glaube, zu meiner Person muss ich nicht so viel sagen, weil wir kennen uns alle schon ewig irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich bin immer noch verheiratet, habe zwei Kinder, wohne im Havelland. Und um es mal gleich auf den Punkt zu bringen, ich habe eigentlich genug zu tun, ne? Und trete trotzdem wieder für den Landesvorstand an. Ich stehe hier vorne, weil ich glaube, dass es gut wäre für uns alle gemeinsam und auch für mich, wenn ich im Landesvorstand weiter mitwirken könnte, wenn es um die Themen Familie, Soziales, Arbeit, einfach soziale Gerechtigkeit geht, für die wir ja auch als Linke in Brandenburg stehen. Ich bin, das habe ich in meiner kurzen Bewerbung geschrieben, sehr froh darüber, dass ich zu diesen Themen auch als Ministerin des Landes Brandenburg arbeiten darf. Und ich darf euch sagen, es macht sehr viel Spaß. Es gibt natürlich immer so eine und solche Tage. Es gibt solche Tage, wo ich merke, dass es nicht allen Menschen im Land Brandenburg gefällt, dass es eine linke Ministerin gibt, die zu diesen Themen arbeitet und die für diese Fragen zuständig ist und die vielleicht auch einen gewissen Ton trifft, einen gewissen Nerv trifft und vielleicht auch andere Formen verwendet, um mit den Menschen zu diesen Themen ins Gespräch zu kommen. Wir haben gerade sehr erfolgreiche Inklusionsforen zum Beispiel gemacht zu der Frage, wie schaffen wir eine bessere Teilhabe für Menschen mit Behinderung? Wir haben einen runden Tisch gegen Kinderarmut ins Leben gerufen, um endlich konkrete Dinge zu tun, um auch im Land Brandenburg dafür zu sorgen, dass Kinder aus einkommensschwächeren Familien dieselben Chancen haben wie alle. Und dass wir damit irgendwie Erfolg haben und dass wir damit Menschen erreichen, das gefällt nicht allen. Aber das ist ja auch gut so. Das ist ja auch das Ziel, auch Menschen herauszufordern und sich an uns oder mit uns auseinanderzusetzen. Das sind Themen, die mir sehr wichtig sind und die mir als Ministerin sehr wichtig sind und sehr viel Spaß machen. Und deshalb habe ich mir die Entscheidung, wieder für den Landesvorstand anzutreten, nicht leicht gemacht. Und deshalb findet ihr mich nicht im ersten Kandidatenheft, weil ich das erst vor wenigen Tagen entschieden habe. Deshalb kam die Kandidatur erst später dazu, weil die Entscheidung zu sagen, Mensch, nach 17 Jahren im Landesvorstand muss man nicht gegen Leute antreten, die vielleicht mehr Zeit haben und die sich ganz neu einbringen wollen in den Landesvorstand. Aber mal Butter bei die Fische. Wir haben es alle miteinander nicht geschafft, mehr Frauen davon zu überzeugen, für den Landesvorstand zu kandidieren. Und das Letzte, was ich möchte, ist, dass eine private Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, wo ich gesagt habe, Mensch, eigentlich ist es so schon schwer, das alles miteinander zu verbinden. Ich möchte aber nicht, dass so eine private Überlegung zu einem Politikum wird, weil es dann heißt, guckt euch an, die Linken, die reden immer von Gleichberechtigung, denen ist immer die Quotierung so wichtig und dann bleiben Frauenplätze unbesetzt. Also das wird es ja mit der Frauenministerin nicht geben. Und deshalb stehe ich jetzt hier. Deshalb stehe ich jetzt hier, ich biete mich an, ich würde sehr gerne wieder dort mitwirken. Ich glaube, mit 17 Jahren Mitgliedschaft im Landesvorstand kann man von einem gewissen Teil von Erfahrung sprechen. Aber mir ist es auch wichtig, auch in Vorbereitung zum Beispiel der Bundestagswahl mit euch darum zu kämpfen, welchen Teil kann Brandenburg dazu leisten, was kann Brandenburg dafür tun, die Linke auch bundesweit wieder gut aufzustellen. Ihr habt euch gestern dazu ja auch mit Katja verständigt. Wie schaffen wir es, die sozialen Themen noch deutlicher sichtbar zu machen, auch den Anteil, den die Linken daran haben, dass diese sozialen Themen wieder in der Öffentlichkeit diskutiert werden, deutlicher zu machen. Dafür stehe ich. Wenn ihr das auch möchtet, dann bin ich gerne bereit, dass ich wieder im Landesvorstand mitwirke. Vielen Dank. Applaus